Hallo, moin moin, herzlich willkommen. Nächster Part LS15 hier in Nordfriesland. Wir sind immer noch auf diesen großen Maisschlag beschäftigt. Allerdings haben wir die Häckselaktion jetzt soweit eingestellt. Wir haben jetzt einmal den Fahrsilo bei den Kühen. Der gärt, ach, das gibt es nur auf der Seite, der gärt vor sich hin. Wir haben ein Fahrsilo bei der BGA vollgemacht. Der gärt vor sich hin, den Rest wollen wir hier normal abernten, um es dann zu verkaufen, um Geld zu machen für die nächsten Anschaffungen. Die da sind einmal ein großer Kipper für die Maishäckseln oder fürs Maishäckseln. Die da sind größere Mähwerke für den Mähdrescher, also Maisgebiss und Körnerschneidwerk. Neu hinzugekommen ist jetzt mal testweise auf dieser Map, in diesem Spielstand, die dynamischen Fahrsilos. Das heißt, dass das Fahrsilo eben nicht mehr nur noch aus einem Hügel besteht, sondern aus mehreren. Dann geht das Verdichten nicht mehr ganz so schnell. Das muss man ein bisschen überlegt machen. Im Prinzip vielleicht auch mal ein bisschen umschaufeln. Gucken, wann es vernünftige Silageschilder gibt. Das geht aber wohl auch mit dem Frontlader. Was aber der Vorteil sein soll, ist, dass der Anfangs- und der Endhaufen in so einem Fahrsilo nicht mehr so extrem steil sind, dass man da eben mit dem Schlepper nicht mehr raufkommt. Und deswegen probieren wir das jetzt mal aus. Lief jetzt vorhin immer noch nicht so ganz rund, aber das ist wie gesagt der nächste Test, das dann mal mit einem anderen Anhänger zu machen. Ich werde dann erstmal einen von den großen Kippern nehmen. Und dann wird er sicherlich zum DLC-Runner. Das Add-on habe ich ja gekauft. Da gibt es ja auch einen Häckselaufbau auf der, als Brücke auf diesem Anhänger. Vielleicht probieren wir den dann auch mal aus. Und wie gesagt, so werden wir uns jetzt mühsam mal ran tasten. Wenn das Maisfeld hier fertig ist, werden wir auf jeden Fall noch weiter ernten. Standardfrüchte, entweder Weizen oder Gerste, je nachdem, was dann da gerade anliegt. Und werden uns für diesen Zweck aber, wie angekündigt, auf jeden Fall ein großes Mähwerk oder ein großes Dreschwerk mieten. Mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und wenn das funktioniert, werden wir das über kurz oder lang auf jeden Fall auch kaufen. Aber erstmal testweise, ob es läuft. Und dann werden wir erstmal Früchte verkaufen. Bis wir ein bisschen Kohle haben, sobald das BGA-Silo gegärt ist, verdienen wir Geld noch, wenn wir in die BGA schaufeln. Wenn wir Futtermischung haben, kriegen wir noch mehr Milch. Und ich denke, dann wird es mit der Kohle auch langsam laufen. Mal kommt der, ja, kommt. Und dann gucken wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Ja, dieser 936er Fender, der 936er Fender ist gar nicht mal so schlecht. Wobei mir natürlich immer noch ein richtig guter, großer John Deere fehlt. Aber der fährt sich so schon mal gar nicht mal so verkehrt. Kann man schon mitarbeiten. Der 828er ist im Moment exklusiv für die BGA gedacht. Das heißt, er hat ein paar Gewichte dran und ist dann eben zum Verdichten da. Ist natürlich im Endeffekt auch die Frage, inwieweit sich das rechnet. Könnte also sein, je nachdem, wenn es mal soweit ist, dass ein John Deere mal kommt oder wir sagen, wir haben eh einen Schlepper zu viel, dass wir dann mal sagen, dass der 828er eher wegkommt als der 936er. Ja, auch wichtig bei den Anschaffungen, was ich halt vergessen habe, was auf jeden Fall mit Priorität angeschafft werden wird, ist ein zweiter Grubber und eine zweite Sämaschine. Da werde ich aber auch nur auf die Federstadt-Sämaschine zurückgreifen, weil diese ganz große... Oh, Entschuldigung, nicht viel geschlafen. Diese ganz große gefällt mir, das sagt mir nicht so besonders zu. Aber wir werden uns auf jeden Fall, wie gesagt, einen zweiten Grubber und eine zweite Sämaschine holen, sodass wir bei diesen großen Schlägen hier sozusagen im Duett arbeiten.
ich und einen Helfer oder auch mal zwei Helfer. Je nachdem, das ist bei den großen Schlägen hier, ist das unerlässlich, glaube ich. Wäre jetzt auch Quatsch zu sagen, wir sehen die nur halb an. Das ist auch doof. Wenn die großen Pferde schon da sind, dann nutzen wir sie auch. Was ich aber ja schon mal gesagt habe und was auch bleibt, sobald wir alle Felder, die jetzt ja beim Spielstart schon vor, also schon erntereif waren, die werden wir nicht alle wieder bestellen. Also wir werden uns da wenige Felder raussuchen. Und vielleicht wirklich drauf beschränken, bei den großen Feldern hier pro Fruchtart ein Feld. Das dürfte dann schon fast ausreichen. Aber das planen wir dann auf jeden Fall. Also definitiv werden wir nicht alle Felder hier im Endeffekt wieder bestellen. Ich denke mal, hier auf die 2 werden wir tatsächlich Weizen oder Gerste drauf machen. Oder vielleicht Raps. Also ich denke mal, dass wir so den Bereich 1, 2, 3, 4, 5 für so ein bisschen Standardfruchtarten nehmen. Wir müssen ja auch irgendwann an Kartoffeln und Zuckerrüben denken, aber das ist noch weit entfernt. Die 7 ist ja schon Gras und dann denke ich mal, wir werden auf die 6 und die 8 noch Mais nehmen, eventuell auf die 16, aber auf die 6 und 8 kommt dann Mais. Das wollte ich auch mal wieder gucken, wo ich lang fahre. Will doch kein Korn heute Morgen zu mir nehmen sollen. Ja, und das wird alles sein. Mehr Felder werden wir dann erstmal nicht erstellen. Das ist für einen Singleplayer, wäre das Quatsch. Ja, das kann man machen, wenn man, wie gesagt, mit mehreren Leuten guten Multiplayer macht. Dann ist das was anderes. Und dann mal gucken, ob sich die Preise irgendwo verändert haben. Na super, Körnermais geht runter. 157, 207 nur noch am Landhandel. Aber egal, muss raus, die Kohle muss ran. Und dann werden wir als nächstes uns in Angriff nehmen. Was ist denn da auf der 1, 3 und 4? Auf der 1 ist noch Mais, da lassen wir erstmal die Finger von. Dann machen wir als nächstes auf jeden Fall die 3, 4, 5. Na, die Gersten und den Weizen darunter. Und dann werden wir irgendwann eventuell sogar mal mit der Kohle schon auskommen, um Stamp-Maschinen zulegen zu können. Vielleicht viele wieder sagen, benutzt doch Curseplay, nö. Curseplay ist eine schöne Sache, sicherlich. Wenn man sich damit vor allem auch auskennt, wie das andere können, aber wenn ich jetzt hier alles Mögliche mit Curseplay mache, dann brauche ich auch gar nicht mehr spielen. Also ich habe das im LS13 gemacht und werde das vielleicht auch im LS15 mal zum Maishexen mit benutzen, dass man Abfahrer mehr hat. Aber ich werde jetzt nicht alles hier mit Curseplay machen. Das ist nicht meins, also ich bin da nicht so der Freund von, was sicherlich auch daran begründet ist, dass ich nicht so die extreme Ahnung davon habe. Und dass, wenn ich einen Curseplay-Kurs einfahre, das also beim ersten Mal eigentlich nie richtig klappt. Aber auch wenn es eben ein bisschen länger dauert, machen wir das hier ohne Curseplay. Vielleicht irgendwann zum Maishexen, wie gesagt. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Wie gesagt, klar könnte ich jetzt schon wieder einen Helfer zum Grubbern schicken, aber ich will jetzt wirklich erstmal ein bisschen Kohle machen. Wobei das eigentlich Quatsch ist, ich könnte nicht wirklich einen Helfer zum Grubbern schon mal schicken.
Na, da ist diese Nur-Kollisionskamera, die ist nochmal gar nicht so meins. Sitze ich da jetzt drin? Ich sperre vorsichtshalber alle an. Ich sitze doch nie in dem Schlepper. Falscher Schlepper. Sehr merkwürdig. Merkwürdige Dinge geschehen. Also ich habe den Sinn von dieser Nur-Kollisionskamera auch nie wirklich verstanden, offen gestanden. Also ich finde das komplizierter als ohne. Hab die jetzt irgendwie noch vom Multiplayer drin gehabt. Werde ich mir, glaube ich, für den Singleplayer auf jeden Fall wieder rausnehmen. Weil da sieht man ja teilweise ganz bescheiden. Baum, Baum. Wo ist denn mein Gruber? Ach, da hinten. Ach Gott. Augen auf beim Brillenkauf. Noch nie benutzt, aber schon dreckig wie ein großer. Also mit diesem Feld immer ein bisschen aufpassen, müsste erstmal nach hinten ein kleines Vorgewinde machen. Weil der Helfer sonst nämlich sich ganz schnell im Wasser verhakt. Da ist so ein kleiner Flusslauf direkt hinterm Feld. Da habe ich schon einmal Mietrisch im Helfermodus versenkt. War immer sehr schön, dass dann beim Inspektor dann auch irgendwie in fetten Buchstaben davor steht. Wasser, Ausrufezeichen. Habe ich da nicht mehr rausgekriegt. Aus dem Grund. Zweimal Vorgewinde ziehen. Weiß macht man normalerweise anders, aber er soll ja wie gesagt mit Helfer arbeiten gleich. Gülle vor dem Grubbern auszufahren bringt es noch nicht, so viel Gülle haben wir noch nicht. Ich denke, wir machen drei Vorgewendebahnen, dann haben wir auf jeden Fall Luft und dann können wir nämlich auch hinten anfangen, weil das Eck da nämlich gerade ist. So, der Drescher ist auch wieder voll, den werden wir gleich eben auch fix abtanken wieder. Und ich glaube, dann können wir auch schon mal wieder einmal verkaufen fahren. Wir machen das hier eben fertig.
wollte ich diese stehen gelassenen Maispflanzen gleich noch mit abdreschen, aber damit leben wir jetzt einfach mal. Also nicht wundern, wenn ihr die Karte spielt, die Boden und die Fruchttexturen sind jetzt von mir nochmal geändert für mich selbst. Gestanden gar nicht geschaut, wie das vorher aussieht, aber ich bin von diesen Bodenfruchttexturen immer noch so überzeugt, speziell von den Fruchttexturen, die von FSM sind. Die baue ich mir grundsätzlich eigentlich in jede Map erstmal gleich ein. So, dann ziehen wir noch eben das dritte Vorgewende und dann setzen wir hinten den Helfer an. Mit einem kleinen bisschen Versatz, damit er auch den Rest abernten. Dann dürfen wir uns eigentlich in die Quere kommen. Es ist so ein großer Schlag, dass wir bis dahin eigentlich abgeerntet haben müssten, bevor der soweit ist. So, wie gesagt, wir bringen ein klein bisschen Versatz rein. Beabsichtigt. Ich denke, so sieht das ganz gut aus. Und dann kann der starten. Wenn wir eben fix hier Drescher wieder abtanken. Steht da. So, während wir jetzt hier abtanken, sage ich erstmal für diesen Part wieder schönen Dank fürs Zuschauen. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, reinhauen. Tschüss.